Hallöchen und willkommen zurück zu Risen 3 Titanlords. Ja, nachdem wir jetzt hier beim letzten Mal noch eine neue Galeere für unsere Flotte rekrutieren konnten, muss jetzt leider irgendwie ein bisschen die Zeit rumbringen, denn der gute... Wie ist er denn? Moment. Wo ich lüge? Ich sehe ihn nicht mehr, verdammt. Naja, wir brauchen jedenfalls noch ein Buch hier. Und der gute Hafenmeister soll natürlich mal seine Unterlagen wälzen. Um uns dann halt irgendwie einen Hinweis zu geben. Schau, was Sadek hier für dich hat, Captain. Dies ist der Blick des Alchemisten. Jede Art von Heilpflanze wirst du damit in deinem näheren Umfeld sehen können. Guter Stoff. Ja, total toll. Denkst du, dass die anderen deiner Crew bis zum Ende durchhalten? Ich habe eine gute Crew. Sicher, aber was ist, wenn der Druck zu groß wird? Hast du keine Angst vor einer Meuterei? Nein. Die meisten sind aus Idealismus bei mir und nicht, weil man sie dafür bezahlt. Alle Achtung, deine Loyalität ist ja unerschütterlich. Weiter so, dann wird uns nichts aufhalten. Ja, so sieht's nämlich aus. Hab eine gute Crew. Haben wir es endlich geschafft, alle Kristallportale zu vernichten? Wenn wir noch eins übersehen haben, wüsste ich nicht wo. Das hört sich gut an. Gut, konzentrieren wir uns jetzt ganz auf unsere restlichen Aufgaben. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts mehr zu tun. Dieser wahnsinnige Inquisitionskommandant Sebastiano ist mit seinem Khan in der Nähe gesichtet worden. Das heißt, wir müssen uns auf eine Seeschlacht mit ihm vorbereiten? Sieht ganz so aus. Das wird ein harter Brocken. Bereite dich also gut darauf vor. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, ich bin dabei. Je länger ich deine Taten beobachte, desto größer wird mein Respekt vor deinen Leistungen. Knapp dem Tode entronnen wirst du trotzdem nicht müde, weiterzukämpfen. Das zeugt von großem Kampfgeist und Mut. Ich bin stolz, mit dir in die Schlacht gegen die Schatten ziehen zu dürfen. Mir geht es genauso. Männer wie uns werden sie niemals besiegen. Wir werden die Schatten zurück in die Dunkelheit drängen. Kapitän, fleißig! Wenn du das sagst... Polly, passt auf! Erzähl doch noch mal etwas über Pollys Papa und die Höhle. Pollys Papa! Großer Strand! Insel! Das kann überall sein. Welche Insel? Strand! Südosten! Sehr gut. Weiter so. Erzähl mir mehr. Saufkopf! Verdammt! Die Sache spitzt sich langsam zu. Hast du noch die Kraft, weiterzumachen? Mir bleibt ja keine Wahl. Aber noch geht es. Du weißt, du kannst auf mich zählen. Ja, Polly berichtet mit Sicherheit von Tagarigua, denn da war eine Höhle. Irgend so ein verschlossener Bereich, ein versperrter Bereich am Südoststrand. Und da bin ich halt nicht weitergekommen. Hey, weil du kannst das nicht lassen, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? Deine schleimige Art wird einfach schlichtweg unerträglich. Ich sag dir was, wenn du auch weiterhin versuchst, hier den guten Mann zu spielen, dreh ich durch! Ich glaube, er ist nicht so wirklich begeistert davon, dass wir den Leuten gerne mal helfen. So, wir haben noch eine Quest hier offen, und zwar müssen wir oben zu Zakir, nämlich das Aurikulki zurückbringen. Mach ich da noch gleich mal... Ich hab dein Aurikulki schon wiedergefunden. Was? Du musst sein größte Tief von Homies. Selbst bei Matar fand Zaubermännern Aurikulki nicht sicher. Zakir behält Aurikulki jetzt bei sich. Granne Blemo für Gno, wenn werden beklaut. Hier Tredogemo für Aurikulki. Okay, hätten wir die Quest auch erledigt. Sollen wir mal ganz kurz schauen, was wir hier noch so offen haben. Also rein theoretisch hätten wir den Bereich hier noch, der noch offen ist, aber ehrlich gesagt habe ich da jetzt nicht so wirklich Bock drauf, denn ich glaube ganz ehrlich, dass hier nicht mehr so wirklich viel zu finden sein wird im Vergleich. Vielleicht mache ich das irgendwie im Offscreen oder so, mal schauen. Das wäre dann so ziemlich das Einzige, was ich hier
nicht in Aufnahme habe, aber ich denke mal, das wird jetzt einfach zu langweilig dort, der Bereich, denn wir nähern uns dem Ende. Legendäre Gegenstände, da fehlt uns ja im Prinzip nur noch die Greifzange. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie ich da rankomme. Wir können aber ganz kurz mit Gordon sprechen, mal gucken, ob er irgendwas zu melden hat. Aber ich glaub's ganz ehrlich nicht, wobei ich erstmal irgendwie, ich brauche mal ein Bett zum Schlafen. Irgendein Bett, irgendeins. Aber ich fürchte, hier gibt's keins. Die Gnome schlafen alle auf dem Boden. Nee, in dem Talbot möchte ich ganz sicher nicht schlafen. Um Gottes Willen. Ich schau mal in die Taverne. Da könnte durchaus was frei sein. Beziehungsweise hier oben gab es da irgendwie auch noch so ein Räumchen. Huch. Ist da wer? Ja, okay, ja. Also auch nicht. Ja, komm mal, die Backen. Ich will einfach nur mal einen Tag umbringen. Okay, so schwer ist es, jemanden ein Bett zu finden. Und nochmal vielen Dank für alles. Ich brauche doch nur ein blödes Bett hier. Lass uns um die Wette trinken. So wie du aus der Wäsche guckst, verträgst du einen ordentlichen Schluck. Aber warum eigentlich nicht? Habe gerade eh nichts Besseres zu tun. Prost! Alles klar, los geht's. Verdammt! Na, hallo. Pech gehabt, Freundchen. Ja, das ist alles nicht so einfach. Das war wohl nichts. Versuch das nächste Mal, die Flasche an den Mund zu führen und nicht andersherum. Lass uns um die... Ja, komm. Alles klar, los geht's. Scheiße! Sauber. Na, das war aber haarscharf, denn irgendwie schlage ich mich da nicht so wirklich gut beim Betrinken. Hast wohl großen Durst gehabt, was? Alle Achtung! Die Rechnung geht auf mich und obendrauf ein bisschen Gold für dich. Feiere deinen Sieg. Ich bezahle die Buddeln bei Roderich. Mehr kann ich leider nicht tun. Okay, dann können wir kurz noch einen Schluck trinken hier. Also Wasser, kein Alkohol. Ja, ich würde gerne mal irgendwo schlafen, denn ich möchte die Zeit rumbringen. Allerdings, Moment, ich könnte natürlich unten, ach Quatsch, ich könnte natürlich einmal zum Schiff zurückkehren. Hast du jetzt irgendwas Neues zu melden hier, Sedek? Nee, okay, scheinbar nicht genug Zeit vergangen. So, hier müsste eigentlich ein Bett drin stehen hier unten, oder? Ja, sehr schön. Ach, jetzt lande ich wieder im Schattenreich, unglaublich. So, jetzt müsste ich eigentlich mal schauen, ob ich jetzt hier schon mit dem Hafenmeister sprechen kann. Ob er jetzt irgendwie schon das Buch gefunden hat oder Hinweise darauf. Wäre ganz gut. Ah, er ist, glaube ich, noch am Suchen. Mal schauen. Wegen der verdächtigen Bücher. Bist du schon fündig geworden? Tja, meine Suche war nur zur Hälfte erfolgreich. Wenn ich meine Bestandslisten richtig durchgegangen bin, dann kommen zwei Bücher in Frage. Eines davon wurde ins Magierlager geliefert. Hör dich da einfach mal um. Das andere ist leider über Bord gegangen. Die See ist halt unberechenbar. Gibt es keine Möglichkeit, das Buch zu finden? Na,
Treibgut wird für gewöhnlich früher oder später angespült. Oder von irgendwelchen Ungeheuern verschlungen. Vielleicht wirst du ja auf der kleinen Insel im Süden fündig. Auf der kleinen Insel im Süden, das müsste ja dann eigentlich der Bereich hier sein. Ja, dann gehen wir mal kurz nach Süden. Ich denke mal, da könnten wir irgendwie vielleicht mal schauen, ob wir das Buch dort finden. Falsche Taste. Wo ist denn jetzt bitteschön das, die Quest gelandet? Okay, bei Hexenjagd. Okay, jetzt gibt es also zwei Möglichkeiten. Ich würde sagen, ich nehme erstmal die untere, bevor wir dann direkt hoch auf den kleinen Hügel hier gehen. Und mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück, aber ich... Obwohl, also wenn es Treibgut ist, kann man schon vorstellen, dass es direkt unten am Strand liegt. Also würde zumindest mehr Sinn machen, als wenn es dann oben irgendwo auf dem Hügel liegt. Treibgut. Hier scheint schon jemand gewesen zu sein. Ein paar Spuren führen hier den Hügel hoch. Naja, okay, dann liegt es wahrscheinlich im Lager hier, wo der Typ da oben gehaust hat. Aber der ist ja jetzt in seine Höhle umgezogen, in seine kuschelige Höhle. Ohne Monster, ohne irgendwelche anderen Leute. So, bin ich hier richtig? Ja, bin ich richtig, okay. Wollte schon mal mein Fass hier runterschubsen. Ach Gott, ja, ich weiß. Also war ein bisschen verwirrend, dass die Markierungen tatsächlich dann auch... Also die sind schon an der richtigen Stelle, aber man sieht halt keine Höhenunterschiede. Ja? Das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Und der Typ, der da im Lager gehaust hat, der ist ja umgezogen in seine Höhle hier. Du hast nicht zufällig ein spezielles Buch in deinem Besitz? Ein Buch? Aber ja, natürlich, natürlich. Hab's am Strand gefunden, als ich im Müll gewühlt habe. Im Treibgut hier findet man allerhand. Ich kaufe dir das Buch ab. Behalt dein Gold. Sowas brauche ich hier draußen nicht. Das macht mich nicht satt. Also glaub ja nicht, dass du mir so billig davonkommst. Ich tausche das Buch gegen... gegen ein paar Muscheln. Genau, 3 glitschige Muscheln will ich haben. Und strandfrisch müssen sie sein. Die habe ich zufälligerweise schon. Ich bekomme das Buch und du deine Muscheln. Abgemacht. Ich hätte wirklich Händler werden sollen. So pfiffig, wie ich bin. Aber auf jeden Fall. Hier hast du deine glitschigen Muscheln. Bekomme ich jetzt das Buch? Klasse! Jetzt kann ich das leckerste Muschelmus zubereiten, das du je gesehen hast. Wenn du länger bleibst, kannst du gerne etwas davon abhaben. Nein, danke. Mir reicht das Buch. Ist recht. Bleibt mehr für mich. Hier. Okay, dann hätten wir für Wilson auf Kalador jetzt auch schon alle Bücher zusammen, die ich dann bei Gelegenheit mal abliefern werde. Aber ich denke mal, wenn wir das nächste Mal in den See stechen, werden wir gegen Sebastiano kämpfen müssen. So, haben wir hier noch irgendwas? Okay, die habe ich alle. Sehr schön. Ja, die
Greifzange? Ich weiß es nicht. Können wir mal kurz schauen, ob wir vielleicht jetzt nochmal mit ihm sprechen können. Vielleicht verkauft er die uns aber auch. Ich weiß es nämlich nicht genau, ob der irgendwie als Händler unterwegs war. Müssen wir mal schauen. Lass uns handeln. Na, ich glaube, der hat das vielleicht im Angebot. Ich schau mal kurz. Nicht? Unglaublich. Ja. Ist natürlich kurios. So, was haben wir denn noch Schönes auf meinem Quest? Wir haben im Prinzip jetzt nur noch einmal das Wetttrinken. Das würde ich dann, glaube ich, mal auf Screen machen. Magische Effizienz. Mit Horas können wir mal sprechen. Ja, ich würde sagen, machen wir auch gleich mal. Faruko braucht mehr Bergkristalle. Er sagt, du wüsstest von Wächtern, die immer noch nach den Kristallen auf anderen Inseln suchen. Ja, richtig. Man müsste sie ausfindig machen und sie nach ihrer Ausbeute fragen. Wo finden wir Wächter, die nach Bergkristall suchen? Gegenfrage. Welche Inseln können wir denn ansteuern? Wie viele Inseln müssen wir denn abgrasen? Ich denke, bei dieser Sache brauchen wir etwas Geduld. Wenn wir genug gefunden haben, sage ich dir noch rechtzeitig Bescheid. Takarigua natürlich. Da habe ich schon alles abgesucht, soweit es mir möglich war. Ich habe aber keinen Bergkristall ausmachen können. Das Piratennest Antigua. Ramon ist dort. Er ist schon ziemlich lange überfällig. Hoffentlich haben ihn nicht die Piraten erledigt. Die Eisenbucht Calador. Da ist Cisco unterwegs. Der macht vor gar nichts Halt. Würde mich nicht wundern, wenn er auf Calador sogar Gräber plündert. Ja, dem haben wir schon die Leviten gelesen, als wir ihn erwischt haben, wie er Gräber geplündert hat. Die kleine Tropeninsel Kila. Kila? Ja, genau. Leonard ist dort. Er faselte was von Spinnenhöhlen und dichtem Dschungel. Ob er dort fündig geworden ist? Hat schon jemand auf Taranis gesucht? Ja, aber wer weiß, ob wir auch alles gefunden haben, was es auf Taranis gibt. Das Zeug ist schwer zu finden. Solange wir nicht genau wissen, wo wir suchen sollen, ist es für uns eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Hast du was gefunden? Vielleicht. Pass auf, ich gebe dir dafür richtig tolles Zeug. Was du brauchst, kriegst du. Hier, 5 Bergkristalle. Super, hier meine Gegenleistung. Hier, ein Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Hier, ein Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Hier, ein Bergkristall. Stunden später. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Hier, ein Bergkristall. Das muss jetzt der letzte Sehr sein. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Okay, das war jetzt offensichtlich erstmal der letzte Rest. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine kleine Pause, bevor wir jetzt in den See stechen, denn ich erwarte eigentlich eine Seeschlacht dann gegen Sebastiano und die würde ich natürlich ungern jetzt noch machen. Deswegen einfach beim nächsten Mal wieder einschalten, dann geht's aufs Meer hinaus und wahrscheinlich wird es dann eine Schlacht zwischen zwei Flotten geben. Ja, alles klar. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet und freue mich dann auf euch. Bis dann, wünsche euch einen schönen Tag und ciao, ciao.